In der letzten Folge haben wir ja unsere Rückblende gehabt mit Abby und in der heutigen Folge werden wir gucken, dass wir zu Owen kommen. Ich muss ihn finden. Alter. Ich meine, Danny so. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Das ist aber auch mal eine Aussage. Scheiß auf Danny. Das ist doch ein Compagnon. Was ist hier los? Willst du gesehen werden? Komm schon. Aha. Also er möchte anscheinend mit uns mitkommen. Echt er möchte nett, dass du mir uns hilfst, begleiten. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Ja. Hinlaufen. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich improvisiere. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Okay. Also, Manny möchte uns begleiten. Wir wollen das Ganze nicht, weil wir keine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Endlich habe ich mal wieder eine Taschenlampe. Richtig nice. Hey. Danke. Wofür denn? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Du weißt, sagt ich hab nicht so mit Gefühlen. Ja, genau. Er hat es nicht so mit Gefühlen. So, wir müssen wahrscheinlich hier rüber. Hallo? Kannst du hier... Hallo? Ja? Kannst du mir helfen? Ich möchte gerne darüber. Na los. Ja, okay. Nice. Cool. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Was klar. Denn? Easy. So, dann lass uns doch mal schauen. Richtung Sonnenuntergang. Ja, Richtung Sonnenuntergang. Also wir sind jetzt hier auf uns allein gestellt. Ohne dass unsere Jungs und Mädels darüber Bescheid wissen, dass wir jetzt auf dem Weg dahin sind. Und wir werden bestimmt entweder von Klickern, Scars oder sonstigen Leuten irgendwie gleich überrascht. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt gleich hier richtig auf die Fräse bekommen. Ja? Das ist... Genau. Genau das meinte ich. So, wir werden nicht alleine hier sein. Und wir werden auch nicht alleine hier bleiben. Das stinkt nicht so. Oh Gott. Was ist hier los? Hier stinkt irgendwas. Das heißt, wir haben hier irgendwo eine Leiche. Oder andere Jungs und Mädels, die eventuell ein bisschen riechen. Oder vielleicht bin ich das auch selbst. Also, Abby. Und ich muss schon wieder ganz kurz pausieren. Meine gute Cam ist schon wieder eingefroren. Und ich verstehe es nicht. Machen wir erstmal weiter. So. Also wir hören hier Schüsse. Das gefällt mir gar nicht persönlich. Aber was willst du machen? Ne? Das ist so. Und wir müssen Richtung Sonnenuntergang. Das heißt, warte mal, wir sind doch gerade von... Wo sind wir denn gerade gekommen? Ich bin so verwirrt gewesen, weil jetzt gerade natürlich... ganz kurz meine Cam ausgestiegen ist und ich jetzt gerade schon wieder die Orientierung verloren habe. Soll ich jetzt wirklich hier durchgehen? So. Ja, ich wollte gerade sagen, das funktioniert doch nicht. Über die Mauer. Ich steige über die Mauer. Ja. Wie sollen wir hier über die Mauer kommen? Also meistens findet man ja dann, um irgendwie irgendwo hochzukommen, nochmal so einen Mülleimer, den man dann verschieben kann. Die Mauer zu überwinden. Das ist die große Frage. Könnte ich auf den LKW, jetzt machen wir Lara Croft mäßig, auf den LKW, von dem LKW rüber an das Federal? Kriege ich das hin? Kann ich so weit hochspringen? Nein. Kann ich nicht. Gut. Denn der nächste Versuch. Wieder auf den LKW.
Und diesmal hier seitlich hin, weil vielleicht kann ich ja da irgendwo... Also da liegt auf jeden Fall was. Das heißt, wir müssten hier rüberkommen. Nice. Damit wir hier so ein Zettelchen aufnehmen können. Können wir denn hier irgendwo hochklettern? Nope. So, da können wir nirgendwo hin. Wir könnten da hoch. Nice. Na, dann machen wir das doch mal. Dann gehen wir hier auf den Camper. Also erstmal aufs Auto. Dann auf den Camper. Und dann durch das Fenster. Oder sind wir von hier gekommen? Das wäre jetzt richtig lost, wenn wir von hier gekommen wären. Aber wäre auch nicht das erste Mal, dass man lost ist. Oder dass ich lost bin. Oh, cool. Oh. North Dakota. Wir haben eine Münze gefunden von North Dakota. That is good. Good, good, good. So. Jetzt sind wir hier drinnen und das war jetzt doch hoffentlich nicht alles, oder? Okay, wir können hier durch. Okay, 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 okay. Jetzt kommt gleich eine Cutscene bestimmt. Jetzt kommt so eine Schock-Moment, ich wusste es. Kann ich die irgendwie kaputt klatschen? Schieß doch, Junge, schieß! Okay, 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 okay. Alles ist laut. Nice! Und. Fängt ja gut. Uncool. Richtig uncool. Muss man mal ganz klar sagen. Er hat mich jetzt gerade schon ein bisschen geschockt. Ah, gut. Cool, 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 cool. Gehen wir wieder durch. Vielleicht kriegen wir ja da alle so irgendwie weg. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass wenn du so eine lange Scene hast, dass auf einmal dann irgendwie so ein Monster kommt. In dem Fall ein Klicker. Und Klicker sind einfach die fiesesten Dinger, ey. Also finde ich jetzt persönlich. Ja. Ja, direkt in einen Abgrund. Ja, das ist deine Meinung. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Welche Freaks? Die Scars? Die Runners? Clickers? Was denn? Okay, es sind Runner. Sind es überall Runner? Große Frage ist. Also ich hätte. Mein Ziel war jetzt eigentlich gewesen, von wegen beide mit einem Headshot, mit einem Schuss zu erledigen. Aber leider haben die sich so bescheiden bewegt. Können wir uns den einfach grabbeln, ohne dass der andere Bescheid weiß? Wäre das eine Option? Okay, da kommt noch einer. Wow, 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 wow. Wo kommst du denn her? Okay. Mit dem links habe ich nicht gerechnet. War's das? Ich sag's, wie es ist. Mit dem hier habe ich nicht gerechnet. Mit dem Klicker da hinten eigentlich auch nicht. Aber der war One-Shot. Da sage ich nicht nee zu. Also, die Pistole ist aber auch heavy, glaube ich. Also, die ist schon krass. Ist schon krass gut. Das hab ich aber gesagt. Alter. Der hat jetzt aber ordentlich kassiert. Und der hat mich auch ordentlich erschreckt. Du Wichser. Der Blödkopf, ey, wirklich. Ah, gut. Schauen wir mal weiter, was wir jetzt hier noch so haben. Erstmal schön noch eine Vase umhauen. Nice. So, hier haben wir wieder ein paar Teile. Cool. Hier noch... Oh, Schrotflinten-Munition. Das ist richtig nice. Haben wir eigentlich eine Schrotflinte? Nö. Noch nicht. Aber vielleicht bald. Wenn ich jetzt... Jawollo! Wollte mich gerade sagen, wenn ich Schrotflinten-Munition finde, finde ich bestimmt auch eine Schrotflinte. Nice. Sehr schön. Ja. Doppelläufige Schrotflinte. Super nice. Wie viel Moon habe ich denn dafür?
Da bist du. Noch einer. Alter, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ein ganz schönes Chaos angerichtet. Naja, Chaos. Also, mich hat es ja eher überrascht, wo die hergekommen sind. Also, es war jetzt aber war jetzt nicht sehr nett von denen, muss ich mal ganz klar sagen. Das war jetzt nicht so nice. Ist auch super leise. War super unauffällig. Aber wir haben dafür eine Schrotflinte. Kann ich die... Ach nee, ich... Ah. Ich wollte die nämlich gerade nachladen. Wollte jetzt nämlich gerade gucken. Aber ich habe ja nur zwei Plätze. Daher geht das Ganze nicht so einfach. So, jetzt haben wir hier natürlich alles soweit durchgelootet. Und wir werden uns jetzt nochmal hier auf dem Weg immer noch zum Sonnenuntergang machen. Richtung Riesenrad. Damit wir zu Owen kommen. Owen. Ja, nachzufragen, was er da gemacht hat. Ja. Was ist denn das für eine Sekte? Was seid ihr denn für Nasen? Okay, komm. Lesen wir uns erstmal hier den Notizzettel durch. Und schauen mal, was da drin steht. Lesen. Meine Prophetin, bitte gewähre mir, könntest du, vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Der Ansatz ist nicht verkehrt. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Ja, das... Kann man sagen, man könnte aber auch einfach in Frieden ein Miteinanderleben durchführen, oder? Also müssen wir andauernd immer gegen andere Leute uns bekämpfen? Ist das immer so richtig und wichtig? Ich sag mal nee. Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber meiner Meinung nach, wir können doch alle irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie machen und ist gut, oder nicht? Oder müssen wir uns irgendwie immer bekriegen? Als ob ich da nicht rübergekommen bin. Das ist doch genau dafür gedacht, oder nicht? So, warte mal, kann ich hier jetzt einfach hochspringen? Ah, okay, gut. Dann müssen wir eben halt den anderen Part nehmen, dass wir da drunter nochmal rumrascheln. Ja, ich glaube, das Ding nehmen wir. Ich glaube auch, dass wir das Ding hier verbessern werden. Einfach, weil wir es können. Und das macht dann einfach mehr Bums. Ja, da hat dann einfach richtig schöne... Der macht richtig schön Aua. Jetzt sag mir bloß nicht, dass wir... Ja... Also wir hätten hier auch hochklettern können. Da hätten wir jetzt hier die ganze Jump-and-Run-Action gar nicht machen müssen. Da frage ich mich gerade, warum springt sie nach links? Anstelle von geradeaus. I don't know. Also werden wir auch nie herausfinden, weil in der Hinsicht bin ich ein Noob. So, hier geht's dann. Hier ist, glaube ich, ein Point of No Return. Hier werden wir einfach mal runterspringen. Soweit wie wir können. Weil hier werden wir nicht mehr hochkommen. Richtig? Richtig. Zumindest nicht alleine. So, und hier können wir durchcrabbeln. Und jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt ist die große Frage, können wir einfach durchrennen? Weil hinter uns sind ganz, ganz viele plus Gegner. Also plus Leute, die anscheinend eine Pistole haben. Ja, und hier wird auch fleißig gefiffen. Ein Wolf ist auch hier! Hinter dem Truck! Laufen wir hier einfach durch. Kurz Deckung. Aufs Fressbrett. Einfach nach oben. Das ist jetzt ein Speedrun. Können wir einfach hochrennen? Nice. Hier haben wir uns nach oben verbarrikadiert. Können wir jetzt hier hoch? Jawollo. Richtig geil. So, damit habe ich nicht gerechnet. Bin ich ehrlich?
Bin ich jetzt einfach durchgerannt, bevor ich jetzt hier unnötig Munition verschwende. Und wir werden es, glaube ich, auch so weiterhalten. Oder? Okay, jetzt geht's weiter. Oder wir kriegen auf die Fresse. Beides ist möglich. Oder wir haben die jetzt gerade outplayed. Haben wir die echt outplayed? Geil. Das finde ich ja schon mal nice. Jetzt ist die Frage, sind wir hier auch wirklich allein? Das sieht mir alles zu... ja, zu freiläufig aus. Sieht aber erstmal soweit ganz gut aus. Auch wenn hier wieder so ein Rebellenposter ist von der Prophetin. Hier haben wir noch mal ein paar Notizen und... oh ja, Munition. In ein Scar-Lager gerannt. Okay, was haben wir hier? Cable. Okay. Cable. Wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen. Mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich, dein Vater Ezra. Ja, und... irgendwie nein. Ja, das hat sehr viel von einer Sekte. Leider war das wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und ja, wir werden mit diesem wunderschönen Brief und Zettel die heutige Folge hier auch beenden. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall unsere Waffen verbessern, werden weiter gucken, ob wir Owen finden. Und ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder ein bisschen Spaß. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Last of Us. Und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst auch gerne ein Abo da. Und bis dahin sage ich erstmal reingehauen.